damit ihr sie auf gleiche Weise kennenlernt und damit wir sie natürlich auch auf gleiche Weise außerhalb dieser Runde hier populär machen können. 48 Jahre ist die Iris, verheiratet und ist Personalreferentin bei BSH in Traunreuth. Mhm. Das ist ein Riesenladen. Für wie viele Leute bist du da verantwortlich oder um wie viel geht's da? Also wir sind in Summe in Traunreuth so zwischen 3.400 Mitarbeitern. Wir sind ein Team von 11 Personalern und jeder hat natürlich einen Teil, den er betreuen muss. Also ich bin Personalerin mit Leib und Seele. Man hat natürlich jeden Tag mit Menschen zu tun. Die Herausforderung ist, dass es halt viele verschiedene Menschen sind, viele verschiedene Kulturen. Und das fordert einen jeden Tag schon. Das ist schon gigantisch, eine Firma, die fast so viele Mitarbeiter hat wie Obing Einwohner. Wir sind hier bei 4,2, ne? Das ist nicht weit davon entfernt. Und da hast du mit Integrationsthemen natürlich tagtäglich zu tun. So jemand im Gemeinderat wäre nicht schlecht, weil Integration und gesellschaftlicher Konsens ist natürlich etwas, was wir hier auch gebrauchen können, oder? Ja, glaube ich schon, weil, also wie man wahrscheinlich hört, ich bin jetzt auch nicht hier in Obing geboren, wir sind quasi Zugreiste und also ich spreche da aus eigener Erfahrung, wir sind nach Obing gekommen und sind da super aufgenommen worden und das darf ich gern so weitergeben. Also ich würd mich freuen, wobei das eine geteilte Freude ist natürlich. Wenn du in den Gemeinderat kämest, dann wäre einer von den anderen auch ausgeschieden, aber ich finde das total stark, dass wir jemanden haben, so wie dich, die uns den Rücken frei hält. Das ist natürlich ein Teamgeist, der auch nochmal einen besonderen Applaus eigentlich verdient. Hallo. Ja, Iris, dann freue ich mich und drücke, ja, sag du da ein Abschlusswort. Also ich möchte gerne noch allen, die jetzt auf der Liste stehen, viel Glück wünschen und ich drücke euch die Daumen, dass möglichst viel reinkommen und dass man da als Team einfach gestärkt dann Obing vertreten kann. Danke sehr.